Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu Teil Nummer 5 der Most Wanted Liste für das Jahr 2017. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und auch danke, dass sich einige von euch beteiligen, ja, mit ihren eigenen Listen und die Videos bewerten. Da geht noch mehr, ja? Lasst nicht nach und führt auf jeden Fall eure eigenen Listen weiter. Ich bin sehr gespannt, was da noch so bei rauskommt. Und apropos eigene Listen, ich muss es nochmal für einige anscheinend wiederholen. Das ist meine Liste, wenn ich dann nämlich lese wieder. Was? Days Gone so weit hinten? Naja, trotzdem gute Liste. Nix trotzdem, da gibt es nicht ein trotzdem. Das ist eine perfekte Liste, weil es meine Liste ist für mich. Ja? Sehr subjektiv, weil für mich. So, das nochmal dazu. Ja? Und ich glaube, da einige wieder geschrieben haben, wie die Days Gone so weit hinten. Ihr wisst wahrscheinlich nicht mal, wer das Spiel entwickelt, aber schreibt es. Also Leute, immer vorsichtig sein. Gerade letztes Jahr hat uns ein Spiel oder mehrere Spiele es gelehrt, immer wieder lernen uns das einige Spiele. Es kann gut aussehen, es kann sich potenziell gut anhören, aber dann kommt am Ende richtige Grütze raus. No Man's Sky, danke dafür. Alles klar, gut, wir fangen direkt mal an. Und Platz 18 ist bei mir Vampire. Vampire ist ein Rollenspiel, das düstere Rollenspiel, was ich beim letzten Mal meinte, von den Life is Strange Machern. Und das hörte ich schon mal, ey, das ist ja was ganz anderes, was sie vorher gemacht haben. Ein Punkt wird aber wieder mit reingebracht. Die Entscheidungsfreiheit. Was trefft ihr? Trefft ihr jetzt die Entscheidung? Ihr seid nämlich ein Vampir, der in der Nacht zuschlagen kann. Auch am Tage natürlich. Aber ihr seid auf der anderen Seite auch ein Arzt. Und eigentlich müsst ihr doch ein Arzt den Menschen helfen. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr das ausnutzen. Eure Position als Arzt könnt ihr, wenn ihr Bock habt, ausnutzen, um die Leute auszusorgen. Denn dadurch werdet ihr stärker. Was wiederum extremst interessant ist, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und natürlich, jetzt simpel hört sich das an, es wird im Spiel natürlich deutlich komplexer dargestellt. Ihr könnt natürlich auch normale Quests erfüllen und so weiter. Ich finde, mich persönlich macht am meisten einfach dieses Setting an. Erstmal London in den 1918 soll das spielen, wenn ich mich nicht ganz verguckt habe. Korrigiert mich allgemein gerne, wenn ich irgendwas Falsches sage. Denn ich kann ja jetzt nicht jedes Spiel von Grund auf 100% wissen, was jetzt schon da passiert und was nicht passieren wird. Und ihr spielt einfach einen Vampir, der Arzt ist. Und habt dadurch Möglichkeiten, was ein Vampir kann, was nicht. Das haben wir ja schon durch andere Spiele mitbekommen oder Filme und so weiter. Das gibt natürlich auch dann übernatürliche Fähigkeiten. Plus dann mit dem Hintergrund Life is Strange gemacht zu haben, mit den Entscheidungen, die man treffen kann. Je nachdem wird dann das Spiel beeinflusst. Dieses Setting, das spricht mich persönlich richtig gut an. Die Leute sind gut, ne? Die Life is Strange Macher sind gut. Wie sie sich jetzt natürlich in so einem größeren Spiel von den Dimensionen her schlagen, das wird man dann natürlich sehen. Potenziell gesehen könnte es was richtig Geiles werden und vor allen Dingen auch mal, wie gesagt, von dem Setting her, obwohl das Setting ja gut ist, London in der Zeit oder allgemein das alte London hat man jetzt schon öfters mal gesehen, aber von der Herangehensweise, dass du ein Vampir spielst und so weiter, das kann mal was Neues sein, kann was Aufregendes sein und vor allen Dingen auch, wenn du Bock hast, bist du einfach ein blutrünstiger Vampir in dem Spiel, was einfach geil ist. So, hört sich zumindest sehr geil an. Naja, das ist mein Platz 18. Ich bin sehr gespannt, was sich daraus entwickeln wird. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, weil das Spiel auf jeden Fall auch für mich persönlich im Auge. Ja, wo es vielleicht auch mal ins Auge gehen kann, ist bei Platz 17. Dem Spiel, wo ich gesagt habe, es wird gekloppt. Da kamen auch einige Vermutungen. Auch bei dem düster gehaltenen Rollenspiel hatten einige Neo zum Beispiel geschrieben. Und bei dem gekloppten Platz 17 ist bei mir, oder der Platz 17 ist bei mir, Injustice 2. Ja, Injustice 2. Der zweite Teil kommt raus und ich bin extrem froh darüber, denn ich muss ganz ehrlich sagen, Injustice 1 vor ein paar Jahren, das war saugeil. Das war saugeil, es hat einfach Bock gemacht, sich mit Superman und Batman auf die Fresse zu geben. Und was ich persönlich sehr cool fand, und das auch im letzten Mortal Kombat, weil es ist von den gleichen Machern, der Singleplayer. Der Singleplayer zu Injustice, der hat einfach Bock gemacht. Der hat einfach Bock gemacht, denn es gibt so viele Beat'em-up-Spiele, wo meistens dann nur in Anführungsstrichen Arcade-Modus drin ist, oder halt auch nicht, Street Fighter 5, alles klar. Reingeschissen letztes Jahr übrigens, aber egal, zumindest am Anfang.
Und ich fand Injustice 1 fand ich sau geil. Es gab viele verschiedene Charaktere. Das Kampfsystem war cool. Der Singleplayer war cool. Multiplayer war geil. Jetzt Injustice 2 mit noch viel mehr Charakteren. Fette Optik finde ich persönlich. Ich meine, Mortal Kombat sah schon richtig geil aus. Und wieder mit dem Singleplayer. Ich bin immer gespannt, ob die Story fortgesetzt wird oder nicht. Beim ersten Mal war ja irgendwie so, dass ich. Wie war denn das nochmal? Was war da im ersten Teil? Ich glaube, Joker hat irgendjemanden von Superman umgebracht. Dann haben die anderen gegeneinander gekämpft. Dann haben die irgendeinen Trank genommen, damit sie überhaupt mit Superman mithalten können. Weil, ja, wenn Batman sich mit Superman schlägt, normalerweise kriegt er eine Faust und er ist tot direkt. Aber ich fand's cool dargestellt und es hat mir echt Bock gemacht, einfach den Singleplayer durchzuzocken. Und ich habe jetzt richtig Bock. Ich meine, 2017 kommen noch mehr coole Prügelspiele raus. Aber Injustice ist da so mein aktueller Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen also Platz 17 Injustice 2. So, jetzt kommen wir zum bunten Rollenspiel. Habe ich das so beim letzten Mal gesagt? Ich glaube schon. Ich habe immer gesagt, ein düsteres, ein buntes. Und das bunte Rollenspiel ist Ni No Kuni 2. Ni No Kuni 2 ist ein Spiel, was wahrscheinlich nicht so viele ansprechen wird, obwohl es müsste, theoretisch könnte es einige von euch ansprechen, weil einige von euch sicherlich auch Anime ganz geil finden. Denn Ni No Kuni ist eine Zusammenarbeit zwischen Level 5, die extrem viele richtig, richtig gute Rollenspiele gemacht haben. Auch unter anderem einige meiner absoluten Lieblingsrollenspiele. Und also eine Zusammenarbeit zwischen denen und Studio Ghibli. Und Studio Ghibli, ja, also selbst wenn man sich jetzt nicht unbedingt in Animes krass auskennt oder mäßig auskennt, Studio Ghibli, wenn man Filmfan ist, sollte man das schon mal gehört haben zumindest. Ja, das sind diejenigen, die Filme machen wie Prinzessin Mononoke, das war ein Schloss und das sollte man doch schon mal gehört haben, oder? Und das war schon im ersten Teil eine saugeile Kombination. Jetzt kommt der zweite Teil raus, führt die Geschichte auch weiter. Und wenn ich das richtig gesehen habe, auch ein bisschen was anderes Kampfsystem. Denn im ersten Teil hatte man so ein bisschen gleichartiges Pokémon-Dings noch, dann ein bisschen Action rein. Es war nicht perfekt, das Kampfsystem, und es ging auch extrem lange, das Spiel, was halt typisch ist für japanische Rollenspiele. Aber wie gesagt, die Kombination Level 5 sind für mich ein richtig geiles Studio. Die haben richtig gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Und wie gesagt, ich bin Anime-Fan, Studio Ghibli-Fan. Die Kombination, die Optik, ihr seht es ja selber gerade. Wunderschön, ey. Einfach ein Anime-Rollenspiel zum Nachspielen. Und hier sieht man übrigens das, was ich in meiner Bestenliste für 2016 gesagt habe. Wie geil man mittlerweile diesen Stil darstellen könnte. Ja, zum Thema Dragon Ball, falls das jemand gesehen hat, was ich da zu Dragon Ball gesagt habe. Da sieht man es, wie geil es aussehen könnte. Ja, und das ist halt, ja, schön. Ich mag solche Rollenspiele. Ich habe schon immer japanische Rollenspiele geliebt. Und das wird, bin ich mir sehr, sehr sicher, eins der stärksten in den nächsten Jahren. Ja, deswegen ist es bei mir Platz 16. Und damit hätten wir jetzt die Hälfte durch. Ja, die Hälfte haben wir jetzt durch. Und ja, wie geht's bei der nächsten Folge weiter? Was gebe ich da für Tipps? Das wäre zu krass. Es wird wieder ein buntes Rollenspiel. Mal gucken, ob wir dann drauf kommen. Es gibt nämlich noch ein buntes Rollenspiel, was demnächst kommen wird, 2017. Dann haben wir. Ja, eine Legende kehrt zurück. Sagen wir es mal so. Es ist voll lustig, irgendwie so Tipps zu überlegen. Vor allem, weil auch einige von euch da mitmachen. Das finde ich voll geil. So. Und noch ein Tipp. Große Schlachten. Stichwort große Schlachten. Oder Stichwörter große Schlachten, weil zwei Wörter. Ja, das sind so meine Tipps für die nächsten drei Titel. Ich bin mal gespannt, was ihr da so schreiben werdet. Bin wirklich sehr gespannt. Und ja, wie gesagt, auch gespannt auf eure Listen. Ja? Und auch da eure Listen, da würde ich auch niemals reingrätschen und sagen, ey, wie kann man nur. Ja, jeder hat seinen eigenen Geschmack, was ja auch saugeil ist. Ja?
Und ach so, genau, übrigens nochmal für die Leute, die nicht zuhören, obwohl die hören wahrscheinlich bis hierhin auch nicht zu. Last of Us 2 wird nicht Platz 1, weil es nicht 2017 rauskommt. Obwohl ich habe in der Liste, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch einen Titel, wo ich mir auch schon sehr, sehr sicher bin, dass es nicht 2017 rauskommt. Aber ich habe das irgendwie in die Liste reingepackt. Angefangen mit der Liste und dann überlegt, warte mal, den hast du ja noch drin, den hast du gar nicht ausgetauscht. Deswegen bleibt es einfach so. Ich werde da nochmal, sobald der Titel rankommt, nochmal was zu sagen. Ansonsten, ja, war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was sagt ihr zu den Titeln? Ja, vielleicht gerade so Vampire und Ni No Kuni könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass die wenigsten von euch das im Auge haben, so die beiden Spiele. Ich meine, Ni No Kuni 1 kam damals auch noch nicht so krass an auf YouTube. Hat auch keine Sau interessiert. Und Vampire ist ja auch jetzt nicht unbedingt der abgefuckteste Hype-Titel 2017, wo jeder war, oh krass, Mann. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ansonsten rätselt, ratet gerne mit. Da hatte ich auch das muss ich noch kurz erwähnen. Letztens auch einen Kommentar gelesen. Ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge war, aber ich rate, hat da einer geschrieben. Ich rate, Alter, wo ich. Also nicht ich rate, sondern ich rate. Sogar Ratte noch groß geschrieben. Also, es passieren manchmal sehr, sehr komische Sachen in den Kommentaren. Das wollte ich nochmal erwähnt haben. Leute, genug gelabert. Sorry für die lange Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.